So, hi und hallo mal wieder. Ja, mal wieder was in eigener Sache, aber der ein oder andere hat vielleicht auch Lust darauf oder kann es auch gebrauchen. Hier ist was drin, was ich gleich auspacke. Ihr kennt ja diese Halterungsstange für Handys, Kameras bis 1 Kilo. Habe ich vor kurzem erst angeboxt. Und ich muss sagen, sie tut, was es verspricht. Sie ist richtig stabil. Hier hinten habe ich jetzt meine Handyhalterung draufgeschraubt, die ich natürlich auch angeboxt habe. Es macht wirklich alles, was es braucht. So, man kann den Knick einstellen oder den Winkel. Man zieht wieder fest und dann bleibt die Stange so. Sie bleibt so geformt. Sie zieht sich nicht gerade nichts. Ich habe meine kleine Sony-Kamera dran gehangen. Ich habe meine Handys dran. Es passt wirklich wunderbar. Aber teilweise, ihr seht es selber, wenn man hier jetzt die seitliche Stange oder von oben, ist dieses Stück ein bisschen zu lang. Da denke ich mir auch, ich mache es direkt da dran. Aber ihr kennt das ja, da müsst ihr so eine Gewindeschraube haben. Passt also nicht. Da habe ich mir jetzt gedacht, okay, hole ich mir nochmal so eine Stange in kurz. Ja? Und mit ein anderes System. Habe ich natürlich auch gemacht. Und das ist diese geworden. Auch nicht sehr teuer, wirklich günstig teilweise, weil wenn man Filme macht, Fotos macht für Instagram, YouTube oder sonst irgendwas, dann braucht man schon sowas auf jeden Fall, finde ich, dass es schön immer stabil ist, weil ich bin ja umgezogen, dann mache ich mir ja alles ganz anders und ich versuche es dann besser hinzukriegen, meine Filme. Und hier jetzt ist eine Halterung in kurz. In verdammt kurz. Ihr seht es selber. Aber das Wichtigste ist ja, dieser ist genau dasselbe, identisch. Ihr seht es. Und dann hier hinten den kurzen Knickarm. Mal aufmachen. Man kann wieder alles verstellen. Wunderbar, wie man es haben will. Man dreht in der Mitte fest. Und er ist stabil. Er ist wirklich stabil. Passt natürlich optimal. Oder ich gucke gerade mal, ob man den auch verlängern kann. Den Arm jetzt zum Beispiel mit so einer Zwischenschraube oder Zwischengewinde, die bei der langen Stange bei gewesen ist, müsste doch eigentlich auch funktionieren. Muss man festhalten. Ne, ist ein anderes Gewinde. Dürfte aber. Ne, ist ja dieselbe Firma. Praktisch, aber es passt. Wunderbar. Ihr seht es jetzt selber. Ihr könnt jetzt einmal diesen Knick stabil machen. Diesen Knick wieder woanders hin. Na. Drehen wir, bis es fest ist. So. Es passt. Man kann dann überall hinknicken, wo ihr wollt. Eure Kamera bis 1 Kilo oder euer Handy. Das jetzt da dran ist auch, ja, es funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall sehr oft in Gebrauch haben. Besonders die Zangen, die sind richtig stabil. Da kann man auch was anderes dran aufhängen. Aber nichtsdestotrotz, wer natürlich auch Lust auf solche Kamera- oder Handy-Stangenbefestigung hat, die kurze jetzt hier, das kurze Stück, verlinke ich jetzt unter dem Video, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt. Sicher und bequem ist es auf jeden Fall, günstig auch. Es ist leider billiger wie ein Fotofachgeschäft. Wir müssen es leider sagen, so traurig es ist, aber es ist leider so. Aber nichtsdestotrotz, wo ich dieses gekauft habe, verlinke ich euch unter dem Video, falls ihr Lust zu habt oder sowas auch gebrauchen könnt. Schaut nach, sicher, bequem ist es auf jeden Fall. Wer Lust auf die große hat, guckt sich das Video an, da ist der Link drunter. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir eure Meinung dazu, kennt ihr die Teile schon, habt ihr sie selber schon in Gebrauch, all das könnt ihr, sollt ihr. Für mich und alle anderen natürlich posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und ich sage, das Wichtigste, bleibt gesund und dann guckt hin und schaut zu.